Also ich finde gut, dass Meyer auch die letzten 30% an der Werft in Turku gekauft hat, weil damit ein Prozess abgeschlossen ist, der die Meyer Werft dann tatsächlich auch zur europäischen Zentrale des Kreuzfahrtschiffbaus macht. Und dass die Werft jetzt 100%ige Eignerin, Eigentümerin der Werft in Turku ist, das halte ich für einen richtigen Schritt. Und ich glaube, die Maßnahmen, die in letzter Zeit auch hier diskutiert wurden, zeigen, dass es eine sehr gute und sinnvolle Aufgabenverteilung im europäischen Schiffbau zwischen dem Standort Papenburg und dem Standort Turku gibt und geben wird, natürlich auch unter Berücksichtigung von Rostock-Warnemünde.